Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty 4 Modern Warfare. Naja, nicht ganz live auf Pripyat. Wir sind in einer Erzählung von Captain Price mitten in, ja, Pripyat eben, die Stadt um Tschernobyl. Wir sitzen nun da oben im Hotel, nachdem wir uns dorthin geschlichen haben, einmal entdeckt worden sind, aber das hat ja keiner gesehen. Auf jeden Fall sitzen wir dort oben jetzt schon den zweiten Tag und jetzt schon den dritten Tag. Ja, guten Morgen, ihr beiden, und jetzt auch guten Mittag. Captain Price, das Treffen läuft. Feindlicher Transport beim Vorstoß ins Zielgebiet gesichtet. Ja, Lieutenant Price, das ist Imram Zakayev. Nicht zu übersehen sehr wahrscheinlich, außer sie sehen alle dort so aus. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt das M, was jetzt 82, keine Ahnung, auf jeden Fall. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Auf jeden Fall ein wunderschönes. Denkt daran, was ich euch gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Na, Kaliber 50, so. Ah, okay, da ist er. Okay, ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Ziel erfasst. Positive Identifizierung von Imran Zakayev. Sind das die Stäbchen? Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Wodka. Ja, der ist gut. Aber wir befinden sich dabei... hi? Ach, wo ist der denn hergekommen? Geduld, Kumpel. Auf freies Schussfeld warten. Hi. No. No. Ist da zu einem Streit gekommen? Jetzt oder nie. Ziel am Boden. Das war der Arm. Schock und Blutverlust werden den Rest erledigen. Scheiße, sie sind hinter uns her. Schalte diesen Helikopter aus. Das verschafft uns etwas Zeit. Boah. Gut, Herr Schusswechsel. Gehen wir. Sie werden nach uns suchen. Autsch. Zeit aufzubrechen. Ja, Entschuldigung. Ich habe keine Waffe. Ich springe einfach. Die Abkürzung nehmen. Mir nach. Okay, ich folge Ihnen ganz. Wow, unauffällig. Okay, wo geht's lang? Lieutenant Price, mir nach. Ja, dann laufen Sie bitte. Delta 2-4, hier Alpha 6. Wir wurden entdeckt. Wiederhole, wir wurden entdeckt. Sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4. Sagen Sie mir, wo Alpha ist Evakuierung? Alpha 6, Big Bird ist unterwegs. Geschätzte Ankunft ist 30 Minuten. Seien Sie pünktlich. Unser Sprint ist schon klar. Ja, nicht nur eine Menge Chaos, sondern jetzt auch Chaos mit Zeit. Auf Zeitdruck zu spielen ist anstrengend. Komm. Das Problem ist, dass Lieutenant, Captain Price darf natürlich nicht sterben, das ist Lieutenant. Vergiss diese Typen, wir werden noch zurückgelassen. Gehen wir zum Evakuierungspunkt. Wo sind sie denn? Ziel erledigt. Ja, und dann lief ich hier total cool mit dem Messer lang. Erzählt denn jetzt der Price? Oh, Hund! Ich hasse Hund! Er ist erledigt. Yeah. Wir schütteln sie im Apartment ab. Los! Hey, Berlin, wo sind sie? Na dann! Ich lauf einfach weiter. Ich lass sie einfach mal zurück. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich lauf einfach irgendwo lang. Sie wissen, wo es lang geht? Hoffe ich doch. Warum sind sie so langsam? Ach so, ja, Türen, unüberwindbare Hindernisse. Wir haben keine Zeit mehr, Millen. Hallo, haben sie doch gerade selbst gesagt. Ja, schön gemütlich hier, ne? Ja. Hund. Tut mir leid, ich habe eine Abneigung gegen Hund entwickelt. Ich bin schon so oft von einem Hund getötet worden. In der Mission davor. Wir sind bestimmt die Hunde, die ich am Leben gelassen habe oder so. Wenn ich eine Zweitwaffe. Danke. Huch, wo kam der her? Millen. Ist Millen blind oder so?
Kann der überhaupt was? Sind sie blind? Oder hängt ihnen da irgendwas von Jilly im Gesicht? Mann! Komm, laufen sie! Oh komm, wir haben keine Zeit! Lass uns schleichen! Ah, weg damit. Jo, dann nochmal hier lang. Und jetzt bitte, Millen, machen Sie die Augen auf. Bitte! Ziel neutralisiert! Mehr hinter uns! Wo sind sie? Price, auf den Heli schießen! Wir erledigen ihn gemeinsam! Okay, wo ist er? Gute Nacht, Bastard! Wow, wuhu! Millen, Millen, Millen! Millen? Oh, warte, ich muss die AK mitnehmen. Nom. Verdammt, kann mich nicht rühren! Millen? McMillan! Tut mir leid, Kumpel. Du wirst mich tragen müssen. Ja, was machst du denn da unten auch? Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, musst du mir eine gute Stelle geben, von der aus ich Deckung geben kann. Ich werde dich einfach mit dem Schutz... Wir können es immer noch schaffen, wenn wir uns beeilen. Na komm. Setz dich mal hier ab. Feinde nähern sich von Westen. Ja komm, mach sie mit der AK weg. Was? Melden, du warst nicht im Schussfeld, ne? Sie bewegen sich nach Osten. Okay, komm. Lass mich hier nachladen, dann nehme ich dich mit. Hör auf, durch die Gegend zu kriechen. Oh oh. Melden, beweg dich! Beweg deinen Hintern! Oh, wo schießen sie eigentlich gerade? Ach, von da hinten. Interessiert mich nicht. Ich schleich weiter. Autsch. Ah! Melden, seien Sie mein Schutzschild. Ich laufe weiter. Oh je. Ja, und jetzt da lang. Oh, sehen. Okay. Bevor ich ihn nicht wiederfinde. Bevor ich ihn einfach irgendwo liegen lasse aussehen, weil ich ihn nicht mehr wiederfinde, ich kriech weiter. Da lang. Oh. Millen! Weg mit ihnen! Ziele bewegen sich nach Osten. Dann kommen sie wieder. Warum muss man so lange hochheben? Zu dem ich muss... Wir werden sie dann abschütteln. Das ist nicht meine Waffe. Lass Millen in Ruhe. Warum wir auch nicht so weit, wenn wir wissen, wo wir sind. Unlogischkeiten. Ich würde einfach um die Ecke laufen und mir die beiden schnappen, aber... Hey, Hauptsache, wir laufen auf die Wiese zu den Bäumen. Nein, uns kriegt ihr nie lebend. Wow. Niemals. Wo lang? Da lang, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Millen, wo geht's lang? Oh, ein Teddy. Keine Zeit für Teddys. Muss weiter. Runter? Ich glaube runter. Runter klingt gut. Nein, klingt nicht gut. Jetzt? Melon. Ich hab mich verlaufen. Auf dem Balkon raus? Nicht hier lang. Dann... da kam ich her. Glaube ich. So, da habe ich keine Ahnung, wo es lang geht. Wirklich nicht. Das ist ja der einzige Weg, den es hier lang erstmal gab. Drüber klettern können wir nicht, weil wir Millen am Hals haben. Da gibt es ja erstmal nur hier den Weg. Wir haben doch schon vorgestanzt. Hier gibt's auch keinen Weg erstmal, ne? Ne? Und dann gibt's hier lang. Ah! Den habe ich nicht gesehen! Fress!
ist der Hund? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? So. Okay, da habe ich Glück gehabt, dass ich auf Rekrut gespielt habe. Okay, jetzt haben wir auch eine AK wieder mit Schuss. Moment. Kommen Sie. Zunächst müssen wir die Räume überprüfen. Okay, dann setze ich sie wieder ab, weil sie können hier keine Räume überprüfen. Sie legen sich dahin und ich laufe weiter. Nix. Nix. Nix, gut. Dann muss ich wieder mit. Ruhig bleiben ist gut. Sie haben nicht gesagt, wo ich lang soll. Wofür habe ich sie als Navi mit? Okay, da lang. Da sind Wände. Wir sind fast da. Der Evakuierungspunkt ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes. Aber ich hasse Gebäude. Da verlaufe ich mich immer drin. Welche Tür? Nein, welche Tür? Ich nehme aber die hier. Ja, ist mal logisch, die haben... Cool! Ich lasse die mal in Ruhe essen. Ich mach einfach mal einen Bogen drum. Die sehen nämlich aus wie Wilde Hunde. Ich finde das süß, unten links, trägt. Okay, Rest... Ah! Melon! Absetzen! Hä? Wo sind sie hin? Okay, wenn sie nicht wollen. Dann holen sie jetzt ihre Freunde und wir müssen weiter. Ah ne, die stehen da in den Autos, ne? Ich seh's. Und was war das geworden? Wir waren bestimmt vom Schießstand oder so. Okay. Melon, wir sind da. Alpha 6, hier spricht Big Bird. Warten auf das Signal, over. Unser Hubschrauber wartet in sicherer Entfernung. Setz mich hinter dem Riesenrad ab, wo ich als Scharfschütze feuern kann. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg, dich abzusetzen. Ich setze dich da, wo ich dich immer absetze. Ein bisschen weiter im Norden. Norden, Norden. Das ist prima. So. Ruhig jetzt. Hier meine restlichen Klemos. Es ist an der Zeit, sie zu verwenden. Der Feind muss durch dieses Gebiet. Such dir also eine gute Scharfschützenposition. Ich gebe dem Helikopter in 30 Sekunden das Signal. Zack. Ich sichere mich jetzt hier ab. 5 Claimers haben wir noch. Gut, dann kommt nämlich jetzt hier noch eine hin. Hier beim Riesenrad stelle ich noch eine hin, falls da einer meint langlaufen zu kommen. Lustigerweise kann man die natürlich auch in Holz stecken. Das wissen wir. Und natürlich eine noch zur Millensicherheit hier hin. Und weil es kann, hier hin. Such dir eine gute Stelle für dein Scharfschützengewehr und leg dich hin. Na, ich nehme diese Position hier. Alles klar, Kumpel. Ich habe das Signal aktiviert. Viel Glück. Ja, wir sehen jetzt unten links. Alpha 6, wir haben Ihre Position. Halten Sie durch. Big Bird, Ende. Ja, unten sehen wir jetzt, wie der Transporter unterwegs ist. Ziel in Sicht. Noch ein bisschen näher. Nö. Hab ihn. Lass mal hier. Okay, dann sitzen wir jetzt hier und warten ab. Ich find's lustig, wie die... Was sind das denn? Hunde! Ziel neutralisiert. Der Fuck ist, Hunde sieht man im hohen Gras, so scheiße. Oh, das sind unsere Hunde. Feindliche Hunde. Coole Hunde. Das sind englische Hunde. Englische Bauer. Okay. Die wissen natürlich, wo wir liegen. Das ist eindeutig. Du siehst jemanden im Jilly im Gras und du siehst ihn trotzdem. Schießt er tatsächlich gerade blind durchs Auto? So. Da ist einer am Riesenrad. Ich sehe ihn. Ach komm. Scheiß auf Scharfschützen. Da. Ah, da war noch. Es gibt hier nämlich auch die Mission Fail, dass Macmillan stirbt. Das heißt, auf den muss man irgendwie immer ein bisschen aufpassen. Man muss ein bisschen Kindermädchen für ihn spielen als Lieutenant. Hey, hi. Jo, hier geht eine Claymore auf der anderen hoch. Das ist richtig, Feindliche Helikopter kommen!
Oh. Ey! Ey! Ah, oh, da vorne. Hört schon mal die Klappe. Truppentransporter. Ich hoffe, da haben wir jetzt kurz unsere Ruhe für. Das Problem war jetzt, dass die erledigt. Zwei sollten kommen. Cool, dass wir das treffen. Cool, immer Stühle sind immer. Ich bin als Scharfschütze sowas von ungeeignet. Big Bird, wir sind Ihnen deutlich überlegen. Wo bleibt ihr? Verstanden, Alpha. Wir kommen so schnell wie möglich. Haltet durch. Ja, legt man Gasgang zu, ja? So, keine Ahnung. Nitro für Flugzeuge oder so. Falls ihr jetzt hier auf der Flanke kommen wollt. Kommt von der Flanke. Ihr kommt nicht mit. Na komm, ich lenke euch mal ein bisschen ab. Wie kommen die jetzt schon wieder? Warum steht ihr immer am Riesenrad? Ihr seid so kleine Spielkinder. Oh, ein Riesenrad! Oh, in den Autoscooter. Oh, komm fest. Du messerst McMillan nicht. Du auch nicht. Er ist erledigt. Ist das unser Heli? Komm her. Komm her, komm mit. Wir hauen ab. Los, Leute, links hier. Ist das einer von uns? Ne, ist einer von den Gegnern. Da muss ich mal außen rum. Ja, ich hab gesehen, dass da einer war. Musst du mir nichts sagen. Leute! Oh, danke, dass ihr da seid. Hi, hi, hi. Autsch. Ich hab nur eine Kugel abgefangen. Oh. Ja. Los, rein, 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 rein. Stuart, Evan, Collins. Rein, rein, rein. Wow. Ich schieß erstmal das Heli kaputt. Zwei habe ich noch mitgenommen. Spiel noch einen dritten mit. Ja. Nö, der will nicht. Guck mal. Der ist immer. Das ist Matrix. Was für eine Mission. Das... Wäre es jetzt auch mit dem Part. Ja, wir haben Imran Zakaria auf jeden Fall ziemlich hart angeschlagen. Wir hoffen jetzt, dass er verblutet. Aber wir wissen, er wird nicht verbluten. Das war's mit dem Part. Bis dann und ciao.